Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 523. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Der Basti. Guten Abend. Und der Marvman. 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 Alles klar. Na gut, von mir ist auch das. Hallo, schönen Gruß in die Runde. Ja, man muss sich ja auch hier mal was Neues einfallen lassen, ne? Oje, oje. Ja. Marvin hatte heute schon angedeutet, er möchte heute ausführlich über nochmal über das Thema Transfers sprechen. Dem wollen wir natürlich gerne nachkommen. Bevor das aber soweit ist, hier nochmal einen kurzen Hinweis in unseren Hausmitteilungen. Denn wie ihr ja wisst, werden wir zu einem Großteil durch Spenden von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unterstützt oder finanziert. Und ja, wir hatten ja in den letzten Wochen schon gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn da noch der ein oder andere dazukommen würde. Und dem sind nachgekommen der Ruven, der Dominik, der Oliver und laut PayPal der Canvasworks. Und das hatte ich besonders interessant. Das ist nämlich jemand, der ist 1989 in die USA ausgewandert und hört uns regelmäßig, um so ein bisschen den Connect zur Eintracht weiterhin zu halten. Von daher viele Grüße in die USA und vielen Dank für euren Support. Und ja, wenn ihr da draußen auch uns unterstützen möchtet in Zukunft, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann sagen wir vielleicht auch zu euch Danke. So, und jetzt Marvin, was genau möchtest du denn beim Thema Transfers besprechen? Gibt es irgendein spezielles Thema, was dich da reizt? Ich weiß nicht, inwiefern ihr in Gänze die letzten Wochen über die Transfers gesprochen habt, aber ich glaube, das ganz, ganz große Thema, über das wir sprechen müssen, ist, dass die Eintracht oder das Krösche es, man kann ja schon sagen, es geschafft hat, an seiner Summe von 95 Millionen irgendwie hart zu bleiben und das dementsprechende Kolo Muani-Transfer abgewickelt zu haben, aber gleichzeitig ist nicht mehr in der Lage war oder er nicht mehr in der Lage war, wirklich dafür dann auch einen Stürmer zu bekommen. Und da wollte ich natürlich so ein bisschen eure Perspektiven auch so mit bekommen, denn ich muss sagen, Muani, dass der jetzt gegangen ist, ich glaube, das war für alle vielleicht am Ende sogar die beste aller Entscheidungen nach den Aussagen. Wir werden gleich nochmal ein bisschen intensiver darüber sprechen. Ich denke, eine Rückkehr oder ein Zusammenraufen hat es offenbar, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, aber da braucht man gar nicht so sehr zwischen den Zeilen zu lesen, hätte es nicht mehr so wirklich gegeben. Aber am Ende bleibt für mich auch so ein bisschen das doppelte Geschmäckle. Auf der einen Seite, ja klar, er geht und irgendwie könnte man auch sagen, ja, cool, dass er da war, aber dieses Gefühl geht immer schneller weg. Und auf der anderen Seite hast du zwar 45 Millionen, aber der 1A-Stürmer, der fehlt dir halt doch. Und das ist mein, ja, was soll ich sagen, mein Input, mit dem wir dann hier in die Runde starten können. Basti, du hast in der Vergangenheit ja schon mal sehr intensiv das Thema des fehlenden Stürmers bemängelt. Möchtest du dich da jetzt wieder anschließen oder bist du noch zufrieden mit dem, was da ist? Ich glaube, das beantwortet sich von selber. Du hast das eigentlich mir schon in die Frage gelegt. Also ich bin jetzt noch unzufriedener als vorher schon. Ich fand die Eintracht mit Muani teilweise bei der Spielweise schon harmlos und jetzt ist Muani auch noch weg. Und der Worst Case ist eingetreten. Muani ist zwischen 18 und 23 Uhr gewechselt, was bedeutet hat, dass wir keinen Ersatz holen können. Hm. Wenn ich im Nachhinein lese, dass wir mit Boniface einig waren, dann blutet mein Herz sehr, sehr stark. Okay. Und wo hast du das gehört? Kannst du das mal erzählen? Das stand in der Frankfurter Rundschau ziemlich deutlich sogar und ist, glaube ich, auch gar kein so großes Geheimnis, dass da zumindest Wahi und Boniface Spieler waren, mit denen die Eintracht schon ziemlich weit war. Der eine ist dann zu teuer geworden, der andere wollte wahrscheinlich nicht warten. Genau. Ja. Okay. Die Eintracht musste warten und mit dem Wort musste erkläre ich ja auch schon, dass die Eintracht da eigentlich gar nicht so die Hauptschuld trägt, sondern PSG mit ihrem Rumgemache, was verschiedenste Angebote betrifft. Und ich glaube, die Situation hat sich einfach so dargestellt, dass der Spieler sich ziemlich asozial gegen Ende hin verhalten hat, was quasi eine Reintegration wie bei Kostic damals sehr, sehr schwer bis unmöglich gemacht hätte. Mhm. Dann irgendwie dieses ursprüngliche Angebot, was man haben wollte von 100 Millionen, dann quasi mit bis zu 5 Millionen weniger dann erreicht wurde. Dass das dann nach 18 Uhr war, musste man dann wahrscheinlich in Kauf nehmen und
im Sinne einer ruhigen Lage und einem vollen Konto das annehmen. Aber Marvin hat es schon gesagt, man muss sich dann halt trotzdem damit beschäftigen, was jetzt ist. Und was jetzt davon ist, ist nicht optimal. So, und ich glaube, das kann man auch benennen. Das muss man einfach sich klar machen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich halt einfach auch irgendwie ein anderes Mindset hatte durch die Pressekonferenzen, die Topmann gegeben hat, durch diverse Testspiele, wo teilweise sogar mit 2 Stürmern gespielt wurde, nachdem wir hier jahrelang gefühlt ohne Stürmer gespielt haben. Weil selbst Muani für mich kein klarer Mittelstürmer war. Ja, jetzt haben wir meiner Meinung nach fast keinen Mittelstürmer. Da muss man mal gucken, dass man da kreativ wird, aber ich glaube, das Köln-Spiel hat gezeigt, dass zumindest gewisse Ansätze da sind, um da kreativ zu sein, dass man mit vielen Hybridspielern spielen will, aber ich glaube, man kann festhalten, das Konto ist voll, der Sturm ist leer. Dennis, was ist dein Take dazu? Bin ich voll bei euch. Das große Problem an der ganzen Sache ist, die Situation war dann so verfahren, irgendwie die Aussagen, das habe ich auch gelesen, Basti, was du schon gesagt hast, das ärgert mich ja umso mehr, dass du im Endeffekt schon sehr weit mit eigentlich Wunschstürmern warst und im Endeffekt die ganze Zeit handlungsunfähig warst, dieses Risiko eben auch nicht eingehen wolltest, da jetzt einen größeren zweistelligen Millionenbetrag, ohne dass du eine sichere Einnahme auf der anderen Seite hast. Trotzdem ist es natürlich bitter, dass du Basti, das ist wunderbar gesagt, volle Taschen, aber wie können wir auch, und ich finde es auch immer so einfach, dass die Leute, oder ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, dann legen wir eben jetzt im Winter nach, denn wir alle wissen, wie schwierig der Wintertransfermarkt ist. Es sind auch viele Spieler vom Markt, vielleicht kommt wieder jemand Neues, muss jetzt im Endeffekt eigentlich schon alles sondiert und verhandelt werden für die nächste Transferrunde. Jetzt weiß aber auch jeder, dass wir eben viel Geld eingenommen haben, macht die Spieler auch für uns dann nicht günstiger. Deshalb, also bin ich voll bei euch. Das Problem wird sein, du hattest schon die ganze Zeit ein bisschen Probleme vorne, die ja auch ein Muani nicht voll ausgleichen konnte. Jetzt ist noch eine Option weggefallen, wo wir immer ja gehofft haben, vielleicht findest du wieder jemanden, der eben ihn noch besser in Szene setzen kann. Vielleicht müssen sie sich noch ein bisschen einspielen, auch in dieser Runde, dass noch mehr Power und Druck jetzt auch wieder in dieser Runde kommt. Sehe ich momentan dann natürlich auch, genauso wie ihr, eher mehr, viel, viel mehr Baustellen und Magenschmerzen, die, also Topmolle hatte auf jeden Fall einiges an der Konzeption, die er sich vielleicht vor der Runde oder vor den Deadline Day gedacht hat, nochmal alles auf den Kopf stellen. Aber wir werden sehen. Es sind halt so mehrere Punkte. Also auf der einen Seite, ich muss sagen, am Ende der letzten Saison fand ich nicht, dass wir gar keinen Stürmer hatten, sondern da war für mich eher das Problem, dass das klare Spiel nach vorne, dass es ein bisschen konturloser war. Also da hatte ich eher eigentlich das Problem damit, dass wir unter Glasen es nicht mehr geschafft haben, einen stringenten Ball nach vorne zu spielen, wo Spieler in den Offensivreihen auch nicht mehr zu ihrem Leistungsniveau gefunden haben. Da war ja Kolumani genau der Spieler, der dann wenigstens die Tore noch gemacht hat. Ich fand halt jetzt zuletzt war das halt, wir brauchen auch gar nicht zu einzeln auf diese ganzen Spiele zu sprechen kommen. Ich glaube, da hat es an einigen Stellen noch gehakt, was mitunter auch bei so vielen Neuen auch verständlich ist. Für mich ist halt jetzt einfach nur das Drama. Ich finde tatsächlich schon, dass wir Stürmer haben. Und ich bleibe dabei. Für mich ist Gnankam ein Spieler, der habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf Jesse Gnankam. Ich habe Bock auch auf Omar Mamouche. Die beiden haben richtig Bock. Das sind Stürmer. Bei Mamouche ist es eigentlich für mich schon eher, dass er so ein bisschen eher aus den Seiten kommt. Bei Gnankam ist es tatsächlich so, dass ich ganz klar das Gefühl habe, dass es ein Mittelstürmer ist, aber das ist trotzdem halt nicht so, dass ich sage, dieses 1A-Regal, was halt davor da war, und das war ja nur durch die Personalie Kolumani genauso besetzt, das hast du halt überhaupt nicht ersetzt. Also Jessica ist ein Spieler, der definitiv ein supergeiler Ersatz ist, ja, der supergeil auch seine Spiele machen wird. Der wird mit Feuereifer unterwegs sein und der wird seine Tore machen. Ein Omar Mamouche ist in der Variabilität da vorne ebenfalls ein sehr herausragend guter Spieler. Trotzdem kommen wir von einem Niveau, wo wir sagen, okay, klar, das kannst du nicht 1:1 ersetzen, aber so das Tableau darunter wolltest du vielleicht schon erreichen, gerade weil du gedacht hast, du hast das Geld und weil du auch schon mit Leuten gesprochen hast. Und ehrlich gesagt passt es auch nicht so ganz so zur Perspektive, die ja schon nach ein paar Spielen der Rückrunde in der letzten Saison korrigiert werden musste, wo ja auch zwischenzeitlich am Anfang gesagt wurde, ja, wir würden schon ganz gerne einen Champions-League-Platz erreichen. Das musste man sich eingestehen, dass man das auch aufgrund diverser, kann man schon sagen, Unzulänglichkeiten damals im Defensivbereich nicht lösen konnte. Und jetzt musst du
erneut herunterkorrigieren, was übrigens ein smarter Move ist übrigens auch. Also jetzt hat ja auch Dino Topmöller sich schon vor versammelter Runde gestellt, gesagt, na, also jetzt wird das Erreichen der europäischen Plätze eigentlich eher unrealistisch. Und das ist natürlich smart, das löst auch seinen Druck natürlich ein bisschen, weil er hat natürlich jetzt nicht den, hat jetzt natürlich einen 1A-Stürmer nicht mehr, aber auf der anderen Seite darf man auch mal sagen, dass Krösche immer derjenige war, der eigentlich schon gepusht hat, gefordert hat. Jetzt hat er den, jetzt hat er mit Glasner den Trainer entlassen, beziehungsweise hat ihn gehen lassen, kann man sehen, wie man will. Und ist natürlich auch für ihn gut, dass der Druck da jetzt rausgenommen wird, weil, ja, man kann sagen, 95 Millionen, da ist er hart geblieben, das hat er super gemacht. Ich glaube, wir haben perspektivisch viele gute Verpflichtungen getätigt. Darüber habt ihr in den vergangenen Wochen ja auch schon gesprochen. Aber trotzdem, der ganz, ganz große Coup in Return ist halt nicht gelungen oder war nicht machbar. Darüber entscheiden die Gelehrten. Marc, ja. Ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wir wollen hier, glaube ich, alle nicht in Gankam oder Mamouche eher ja von der Qualität her schmal reden. Nur du musst natürlich gucken, welchen Anspruch hast du und wo willst du denn hin? Und wir spielen in drei Wettbewerben. Da darf halt auch vorne wirklich gar nichts passieren. Die dürfen in kein Leistungstief fallen eigentlich. Und das sind junge Spieler auch, ne? 23, 24 Jahre alt. Die müssten jetzt eigentlich, um entsprechend, wie du sagst, die vorher formulierten Ansprüche, die du ja jetzt auch schon korrigiert, wie du richtig gesagt hast, auch schon korrigiert wurden, erfüllen zu können, müssten die Spieler in drei Wettbewerben richtig Vollgas ballern und müssen da ständig performen. Das kann und will doch keiner verlangen von den jungen Kerlen. Deshalb wäre es gut gewesen, wenn wir da natürlich noch weiteren Ersatz gehabt hätten. Ja, ja, natürlich, ich glaube, das war so der Punkt bei allen. Gewesen. Ich glaube, abschließend oder man war dann vielleicht auch von der Entwicklung so ein Stück weit überrascht. Ich bin da so ein bisschen auf Marvins Seite. Klar wäre es schön gewesen, wenn wir da einen Stürmer noch gehabt hätten, zumal wir ja alle unsere drei Topscorer der letzten Saison in diesem Jahr nicht mehr da haben. Und wir haben es durch junge Spieler mit Potenzial ersetzt, wo perspektivisch was draus wird. Aber wir müssen, glaube ich, de facto einfach sagen, dieses Jahr wird halt eine komplette Umbruchsituation. Wir haben das Glück, dass wir in drei Wettbewerben stehen. Das heißt, auch die jungen Spieler können auch auf dieser internationalen Bühne Erfahrungen sammeln. Aber das ist auch eigentlich aus meiner Sicht das Einzige, was am Ende des Tages da irgendwie als Ergebnis stehen wird. Nämlich, dass man Erfahrungen gesammelt hat, dass man daran wachsen wird. Aber du kannst jetzt in diesem Jahr nicht irgendwie sagen, du willst da irgendwo in irgendwelche Finalrichtungen gehen oder du willst auf irgendeinen internationalen Platz. Das wäre zu viel für dieses Jahr. Die werden in Leistungstiefs fallen. Was willst du denn was anderes von einem 22-jährigen Spieler erwarten? Ich will nichts sagen, aber das haben die auch im letzten Jahr, sind sie auch in Leistungstiefs gefallen und da war die Mannschaft vielleicht sogar ein bisschen besser besetzt. Ne? Also ich will nur sagen, ich weiß, wir fordern hier viel und man muss immer mal sehen, wo man herkommt, das verstehe ich schon, aber trotzdem kann man es jetzt auch nicht alles aus jeglicher Verantwortung lassen. Also ich finde schon, man hätte irgendwie nach einer Lösung Ausschau halten müssen. Ich weiß, dass das Transferfenster schwierig ist. Ich weiß, dass es komplex ist, einen Stürmer zu finden und so weiter und so fort. Und gerade in dem Preisniveau. Aber ich tue mir trotzdem ein bisschen schwer, damit zu sagen, ja gut, dann ist es halt jetzt so. Irgendwie ist es mit dieser Haltung, die jetzt gerade nach außen kommuniziert wird, ist es halt so, immerhin haben wir das Geld, dann ist sie mir zu wenig. Es ist auch so, ganz ehrlich, das darf man auch benennen. Und ich meine, die haben das in einem Halbsatz gesagt, so, ja klar ist das nicht ideal, aber mein Gott, jetzt ist es halt, das ist trotzdem fahrlässig, Punkt. Die Eintracht, ich sehe Mamouche nicht als Stürmer, der alleine vorne drin spielen kann. Ich finde, das hat man gegen Köln gesehen. Das hat so leichte Boré-Vibes, dass du da auch ein bisschen Mitleid hast mit so einem wuseligen Stürmer, der eigentlich vielleicht sogar gerne ein bisschen sich fallen lassen würde, ein bisschen ausweichen würde, so ein bisschen variabel spielen würde, das aber nicht kann, weil er dann quasi da gebunden ist vorne drin, obwohl er vielleicht gar nicht irgendwie das alleine irgendwie stemmen kann. Dann hast du mit den Gankam jemanden, das ist ein Versprechen für die Zukunft, da musst du gucken, wie es läuft. So, der hat bei der Hertha gute Ansätze gezeigt, aber final kannst du ihn noch nicht bewerten, anhand dieser ersten Eindrücke, die man von ihm hat. Ihn sehe ich momentan auch noch nicht als Stürmer, der zweistellig trifft. So, und das war's dann, dann hast du keinen. Wer kann denn bei der Eintracht aktuell in der Mannschaft zweistellig treffen? So vom Potenzial her, sehe ich keinen. Nee. Und das ist halt dann ein Problem, wenn du eben genau diese Ziele dann ständig korrigierst. Marvin hat's gesagt, letzten Winter, ja, wir wollen Platz 4 behalten, holt keinen Verteidiger, zack, Glasner ist deswegen sauer, irgendwann explodiert, der geht weg. Dann denkst du, okay, Krösche ist auch neu, hat viele gute Dinge getan, hat im Transfersommer auch fulminant losgelegt, wo du dachtest, geil. Und dann hat's irgendwann aufgehört.
unter anderem aufgrund dessen, was Dennis gesagt hat, dass einfach das Geld noch nicht da war und seriösmäßig du das dann halt nicht ausgeben kannst, wenn du nicht weißt, was reinkommt. Wir müssen auch festhalten, dass Boré bis kurz vor Schluss auch noch da war. Und man dann im Nachhinein gesagt hat, dann hätten wir ihn halt nicht abgegeben. Das ist alles in allem trotzdem nicht ideal. Und ich finde, da hat Marvin recht, dass man da auch jetzt eine Kommunikation findet, die so ein bisschen positiv ist. Klar, was sollen die auch sonst machen? Trotzdem finde ich, dass man das benennen kann, zu sagen, ey, das ist vorne sehr, sehr dünn. Und das ist sehr, sehr dünn. Und es war trotzdem schon so, und da muss ich Marvin ein bisschen widersprechen, was die letzte Saison betrifft. Ich fand, letzte Saison war auch ein Problem, dass wir nicht genug Stürmer hatten und alles Moani regeln musste und er das teilweise einfach auch überdeckt hat, weil er durch Einzelaktionen einfach Spiel entschieden hat. Ja. Und du in diesen Spielen, wenn du die Einzelaktion nicht gehabt hättest, trotzdem fatale Fehlentwicklungen im Offensivspiel beziehungsweise gegen tiefstehende Gegner hättest sehen können. Das hat Moani dann halt geregelt. So, das kann es ja auch nicht sein. Du musst ja dann irgendwann mal gemerkt haben, okay, was machen wir jetzt? Und im Sommer, wir brauchen vorne mehr Durchschlagskraft und dann machst du wieder, holst du keinen Mittelstürmer. Und ich kapiere das nicht. Ich kapiere es wirklich nicht, bin ich ehrlich. Ich kapiere nicht, was da jetzt der Plan ist. Und wenn ich dann sehe, dass Philipp Max und Alario nicht in diesem Europapokalkader drin sind, dann frage ich mich teilweise schon, was genau von diesen Dingen alles zu Ende geplant war und was nicht. Weil habe ich jetzt Philipp Max, will ich den jetzt kaufen, setze ich auf den, der spielt auch die ersten Spiele und dann nehme ich ihn nicht mit diesem Kader. Dann habe ich mit Alario jemanden, wo man sagt, ja, wir hoffen, er wird schnell fit, dass er uns helfen kann. Wir denken über arbeitslose Stürmer nach, wir denken hier nach, wir denken da nach. In Kunku kommt kurz zum Schluss, der wird jetzt auch ein bisschen Zeit brauchen. Wir wissen nicht, ob Knopf wieder in Form kommt und so weiter und so fort. So, das heißt, die elementarsten Baustellen, die wir hatten, das waren die Geschwindigkeit auf den Außen und das war die Durchschlagskraft vorne. Die wurden Stand jetzt meiner Meinung nach noch nicht behoben. Und das heißt nicht, dass ich nicht anerkennen kann, dass wir im zentralen Mittelfeld, was die Spielanlage betrifft und was die Abwehr betrifft und den Torwart, sehr gut aufgestellt sind. So, das wurde super gemacht. Da sind viele, viele Spieler mit viel Potenzial und viel Fantasie da, wo man sagen kann, okay, das könnte geil werden. Das ist auch teilweise schon geil. Hugo Larsson mit seinen jungen Jahren, überragender Kicker. Dass wir Skiri bekommen haben, dass wir Robin Koch bekommen haben, dass man Patzschuh entdeckt hat und so weiter und so fort. Alles super. Trotzdem bleibt bei mir ein bisschen ein Fragezeichen übrig. So. Und es ist mir auch fast egal, wer da dran schuld ist, weil was bringt mir jetzt zu sagen, der ist schuld? Nee. Diese Moani-Sache ist jetzt so passiert. Ich hätte zumindest eine risikolose Leihe von einem Mittelstürmer gemacht, sowieso, auch wenn Moani geblieben wäre, weil ihr es ja jetzt auch schon angesprochen habt, wir sind doch jetzt in 3 Wettbewerben. Da wird schon jeder seine Zeit bekommen und jetzt ist es halt tatsächlich so, das ist das einzig Positive, was ich irgendwie mir rausziehen kann, zu sagen, ey, eigentlich muss in Gang kommen jetzt von Anfang an unser Mittelstürmer Nummer 1 sein, weil er der einzige Mittelstürmer ist, den wir im Kader haben aktuell. Dann muss der es halt machen und dann müssen wir auch fressen, wenn der ja, seine Entwicklung nimmt und dann muss man gucken, ob er vielleicht auch mal ein Stürmer werden kann, wo man erwartet, dass er zweistellig trifft. Und das ist dann halt das, was wir annehmen müssen. Aber wenn man dann wieder auch wieder sagt, wir fangen jetzt im Winter dann an einzuholen, dann ist ja das mit Ingangkam auch wieder in die Seite verschoben. Also ich will eigentlich, glaube ich, irgendwann diesen Plan erkennen. Und dann bin ich zufrieden und ruhig. Egal wer das ist, ich bin auch zufrieden, wenn wir eine Saison spielen, wo wir sagen, wir werden Neunter und entwickeln Leute und bauen uns immer ein solideres Fundament auf, wie Freiburg das macht, die das Geld nicht immer in die Mannschaft ballern, sondern vielleicht in andere strukturelle Sachen. Momentan erkenne ich es noch nicht, weil da sehr, sehr viele Dinge sind, wo du Fragezeichen hast. Und das ist ganz kurz rein, weil ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, es geht wirklich nur darum, ich meine, ne, die Übergangskommunikation wurde ja jetzt schon gefunden, ne, dass man jetzt runterreguliert und sagt, naja, Europa wird schwierig, aber dann sagt mir, was ihr jetzt genau plant, weil wir haben jetzt 5 Punkte schon oder erst, kann man bewerten, wie man will. Ich zähle immer erstmal ganz relaxed runter bis zu 40 und dann bin ich auch sowieso erstmal grundrelaxed. Es kann auch vollkommen in Ordnung sein, wenn man sagt, man in Gang hat, will man dahin jetzt entwickeln, weil andere Sachen haben nicht mehr geklappt und dann gehe ich mit ihm durch. Das ist auch eine Riesenchance für den. Nächstes Jahr ist die Europameisterschaft in Deutschland. Wir haben eigentlich nur Graupenstürmer da vorne oder irgendwelche Alibi-Kicker in der Nationalmannschaft. Ich kann auch sagen, so ein geiler Typ wie ein Gangkamm, wenn alles gut läuft, könnte der sogar in dieses Feld rücken. Das wäre auch okay. Da pushen wir den. Dann versuchen wir über die Außen auch wieder gerade zu ziehen. Dann versuchen wir über die Außen auch mal wieder, es müssen auch einige
Leute endlich mal wieder zu einem Leistungshoch finden. Ne? Also ich liebe Ansgar Knauf, aber der muss jetzt auch mal klar sein, wo geht's hin mit ihm, ja? Oder auch eine Position. Vielleicht ist es jetzt die Saison, dass du halt sagst, okay, einige Leute brutalisieren wir jetzt mal durch, damit sie endlich wieder auf ein Niveau kommen. Dann ist es auch vollkommen okay. Wir haben eine extrem junge Mannschaft, wir haben extrem viele talentierte Spieler. Wir haben über Ngankam gesprochen, der 23 ist. Mamouche ist 24. Holger ist immer noch da, ist 23. Chaibi hast du für 20, aber Aronson 20. Hast du einen großen Routinier mit Götze, aber auch ein Knauf ist erst fucking 21. Das ist alles in Ordnung. Hugo Larsson, meine Güte, 19 Jahre, Ebimbe 22. Ja, da hast du den Großmeister im defensiven Mittelfeld mit Skiri, der ist 28. Ansonsten wird es wieder jünger. Nkunku, der Geile hat schon gute Entwicklung gesehen. Wir haben gesehen, wie es in Köln laufen kann. Ne? Da ist er, da traut er sich auch gewisse Dinge. Das ist schon okay. Pacho 21, selbst Tuta ist mit 24 noch einigermaßen jung. Also das geht. Wir haben interessante, gute Spieler, aber gleichzeitig muss man irgendwie wissen, was wollen wir jetzt damit? Und dann würde ich aber wirklich auch versuchen, diese Kommunikation einzustellen und nicht mehr irgendwie auf den Winter zu schielen, weil das ist ja dann Alibi. Dann zeichnest du ein Alibi den ganzen Spielern auch schon vor. Du musst jetzt eigentlich sehen, mit dem Maximum, was du hast, jetzt das Bestmögliche zu erreichen. Aber das ist genau, was Marvin sagt. Ich glaube, das ist das große Problem. Die Umstände sind jetzt so, wie sie sind. Man kann es eh nicht mehr ändern. Und ich finde, dass man jetzt auch Hände weg von irgendeinem arbeitslosen Stürmer, so, das weißt du, dann ist es auch wieder viel Flickschusterei. Den hast du dann auch irgendwie an der Backe. Und dann hast du, wenn du sagst, ja, wir legen dann im Winter nochmal nach, auch wie du es gesagt hast, das Alibi geliefert. Nee, dann soll in Gang kam jetzt davon ausgehen, dass der Stürmer Nummer 1 ist. Und Mamouche dann, wenn wir mal uns ein bisschen mehr irgendwann trauen, hinter ihm spielt. Und dass du dann vielleicht, ja, wie du sagst, dahinter diese jungen Spieler sich entwickeln lässt. Und dann nehmen, glaube ich, auch alle Fans in Kauf, dass du Spieler hast, wo es vielleicht mal nicht so läuft, wo Fehler gemacht werden und so weiter. Wenn der Plan erkennbar ist. Exakt. Trotzdem wirkt es so, dass an gewissen Stellen das nicht zu Ende geplant ist. Und dass du genau diese Option offen hältst, dann holst du, ich weiß ja nicht, ob die Gerüchte stimmen, aber weißt du, allein, dass dann Gerüchte rumgehen, Anthony Modest soll geholt werden, oder? Das klingt dann schon eher nach so, oh Gott, jetzt müssen wir hier im Winter 5 Spieler holen, Kahn Eihahn, diese Transferperiode damals, ja. Weil alles nicht passt, dann hast du die, dann willst du die eigentlich nicht mehr haben, und dann hast du, weißt du, das ist so dieses, wenn du hier anfängst, dann fängst du da wieder an, dann hast du dem im Kader, jetzt hast du Max verpflichtet, willst ihn aber vielleicht jetzt eigentlich gar nicht mehr haben, dann ist er trotzdem noch da, dann kannst du deswegen da nicht, weißt du, was ich meine? Es soll jetzt einfach mal klar sein, was ist die Startaufstellung von Dino Topmöller im Kopf, dann lass die spielen und variier ein bisschen hier, ein bisschen da, je nach Gegner, aber so ist es jetzt und dann wissen wir es und keiner von uns schreit doch hier rum, wenn Mamouche und den Gang haben da vorne spielen, wenn Alario vielleicht dann mal von der Bank kommen kann, wenn er fit ist und wir dann nicht genug Durchschlagskraft haben, weil wir warten müssen, bis die sich entwickeln. Da schreit doch hier keiner rum. Aber so ein bisschen merkwürdig kommuniziert. Es ist ein bisschen merkwürdig kommuniziert, wenn du im Januar noch von Platz 4 redest und von diesem ganzen Cash und Perspektivspieler holst und einen Götze hältst. Ich meine, dem wirst du auch irgendwas gesagt haben. Mein Trapp hat verlängert. Dem wirst du ja nicht gesagt haben, ja, wir fangen jetzt wieder an, hier in der Region zu zocken wie der FC Augsburg. Das muss man jetzt sehen. So, und vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu negativ, weil dieser Morning-Schock noch so tief sitzt und der Kader definitiv dadurch viel schlechter geworden ist, aber ich bin da ganz bei Marvin, ich will den Plan wissen und diese Unsicherheit hinterlässt halt trotzdem, weil wir auch Eintracht-Fans sind und immer skeptisch sind, so ein ganz kleines, ungutes Gefühl und Bauchschmerzen, wie Dennis gesagt hat. Ja, genau. Also wie genau, es ist genau das und wie gesagt, wichtig halt, wenn, dann zieht das jetzt durch. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn wir einfach sagen, ja, hier so Platz 9 bis 12, dann machen wir das halt auch. Und dann ist aber, mein das dann auch ernst und mein das dann auch ernst mit den Spielern, die du hochziehen willst. Mein das wirklich ernst. Und dann ist es auch vollkommen okay. Ich habe jetzt mal so eine Zwischensaison, ist auch in Ordnung. Gar kein Drama. Und wir spielen trotzdem europäisch. Wir können ja auch gleich noch drüber sprechen, ein paar geile Nächte haben. Wir haben interessante Gegner. Das ist alles schön und spannend und das ist doch cool. Aber dann auch ernsthaft da das auch wirklich so meinen, weil wirklich Modest habe ich keinen Bock. Du kannst erst über irgendwie einen arbeitslosen Spieler nachdenken, wenn halt sich da vorne jemand verletzt. Ne? Dann reden wir hier ganz neu, aber bis dahin würde ich sagen, das ist jetzt deine Mannschaft, das sind die Spieler
Und damit gehe ich jetzt. Ne? Aber ich will trotzdem noch mal ein bisschen leider Salz in die Wunde streuen. Denn so ganz optimal geplant war es am Ende halt nicht, wenn du jetzt dann nachher sagst, scheiße, ja, Boré hätte mir doch nicht verleihen wollen. Oder jetzt kann ich ja so doch angucke. Nicht mit zwei Stürmern spielen. So diese Aussage. Genau. Und das ist schwierig. Wo du denkst, jetzt sind schon 5, 6 Pflichtspiele zu Ende, jetzt musst du es dann doch nochmal umstellen, nachdem du im Sommer dann 8 Wochen irgendwie einen anderen Plan hattest. Das ist halt genau das. Wahrscheinlich ist das bei Vereinen wie der Eintracht so. Stuttgart hat es ja auch durchmachen müssen, dass sie dann kurz vor Schluss eigentlich ihre 3 besten Spieler verlieren. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, die Verantwortlichen haben das alles verzockt. Aber wenn du weißt, dass du in so einer Situation bist, dann musst du vielleicht trotzdem sagen, okay, ich sorge dafür, dass egal was mit Moani passiert, du trotzdem mit 2 Stürmern spielen kannst, wenn du das vorhast. Und dass du nicht, bei ganzem Ernst, am Ende, erster Take war, wir probieren 4er-Kette, wir haben die dementsprechenden Spieler mit Lenz gehabt und Max und rechts Buta und Chandler dann, wo du das spielen könntest, die auch immer verpflichtet wurden, weil immer diese Viererkette überall rumgegeistert ist, du diese Linksverteidiger und Rechtsverteidiger verpflichtet hast, die dann niemals auf ihren originären Situationen eingesetzt wurden. Mhm. Wie viele Außenverteidiger wir hier hatten, obwohl wir in den letzten 5 Jahren gar nicht mit Viererkette spielen. Da fragt man mich, warum werden überhaupt noch Außenverteidiger verpflichtet? Wenn du das doch weißt. Und das ist also, jetzt schon wieder. Dann sagt Topmöller, ja, aber am Ende fühlen die sich hier wohl. Ist okay. Aber dann seh's mal irgendwann ein und hör auf, Außenverteidiger zu verpflichten, sondern Mittelfeldspieler auf den Außen. Da könnte man ja schon mal mit anfangen, dann hättest du dir viele Probleme und viele Suchen nach Ersatzspielern für Kostic und was weiß ich, was für formschwächende Knaufs schon erspart. Das hat nicht stattgefunden. So. Und jetzt fängt das Ganze im Sturm wieder an. Jetzt haben wir Lischtes verpflichtet. Da habe ich jetzt auch irgendwie mich gefreut. Es wirkt so ein bisschen so wie Bundesliga-Manager 2050, wenn die alten Namen wiederkommen. Und, ja. Und trotzdem, dann lese ich, was ist er? Er ist Offensiv-Allrounder. Ganz ehrlich, wenn hier noch ein Hybridstürmer hinwechselt, raste ich irgendwann aus. Was machen wir denn da? Spielen wir irgendwann mit 4 Zehnern? Hier, dann spielt er Aronson, Lischtes, Marmoush und Götze. So. Ja, wir spielen, Eintracht Frankfurt ist der, mit gefühlt der einzige Verein, der gar keinen Bock auf richtige Mittelstürmer hat, die aber eigentlich die Probleme, die du gegen tiefstehende Gegner hast, eigentlich manchmal lösen könnten, wenn du es verdammt nochmal schaffen würdest, einen anständigen Eckball in die Mitte zu bringen, wo ein großer Stürmer steht, der den einfach reinköpft. Dann steht es auch 1-0. Da brauche ich keine Video-Walls und keine Taktik und kein Ballgeschiebe und Zirkulieren, dass Tobi Escher einen Artikel über mich schreibt. Nein. Darfst auch einfach dreckig gegen Bochum gewinnen. Eckball, Kopfballtor, fertig. Weil dann kannst du diese Entwicklung, die du hier stattfinden lassen willst, viel mehr in Ruhe stattfinden lassen, als wenn du es nicht, und dabei bleibe ich, auch wenn ich bei Fußball 2000 dafür einen Shitstorm bekommen hast, in der Situation bist, dass du nur 2 von 19 Toren beigetragen hast, die Darmstadt und Mainz kassiert haben. Punkt. Dann ist es halt so. Und da war Moani sogar noch da. Also erzähl mir nichts. So, und es ist trotzdem ein Rätsel. Für mich bleibt es ein Rätsel, dass man so offensichtliche Baustellen, und da würde ich sogar fast auch einen fehlenden Innenverteidigersatz dazu zählen, nicht behoben hast. So. Und du musst dich jetzt darauf verlassen, dass Nkunku einschlägt und Knauf wieder zur Form findet. So, dann sind die Außen safe, dann ist das zentrale Mittelfeld safe, die offensiven Mittelfeldspieler sind auch safe, da sind wir sehr gut aufgestellt. Die Abwehr, Startabwehr ist auch okay. Der Sturm ist meiner Meinung nach mittelmäßig bis dünn. Der Torwart ist Weltklasse. Das ist für Eintracht Frankfurt, mal, wenn er es gesagt, niemals vergessen, wo wir herkommen. Super. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, es wäre mehr drin gewesen. Aus die Maus. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir beim Unterstrich stehen bleibt. Weil das hört sich für mich jetzt viel zu negativ an, was ich jetzt hier alles ausgekotzt habe, weil es auch sehr gute Sachen sind, aber zu denen werden wir dann vielleicht kommen, wenn wir über das Spiel reden. Nichtsdestotrotz, Transferphase, meiner Meinung nach, richtig gut losgesprintet und dann irgendwann, egal aus welchen Gründen, selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet, stehen geblieben. Und dann offensichtliche Baustellen mit in diese Saison genommen, was schade ist, ehrlich gesagt. Ja, und die Karte selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet, auch nochmal, also ich finde eine gute Zusammenfassung, das haben wir jetzt ja auch alles so zusammengetragen, aber ich finde natürlich auch, die Sache ist mit der Selbstverschuldung, genau diese ganz hundertprozentigen Hintergründe wissen wir natürlich nicht. Ich habe auch nämlich auch das Gefühl, dass, ich glaube, man kann auch einfach mal sagen, ne, das Spiel, das mit der Eintracht gespielt wurde, und wie gesagt, ich habe auch absoluten Respekt, wie Krösche das dann gehandhabt hat, nur auch wenn nicht alle Sachen hundertprozentig gelaufen sind, aber wie PSG sich arschig verhalten hat, was wir zwischenzeitlich gehört haben, was für richtige, das kann man auch mal sagen, ja, so richtige
Arschlochangebote an die Eintracht herangetragen wurden für Moani, die niemand akzeptieren konnte und wollte, wo du gedacht hast, okay, die meinen das ja gar nicht ernst, dann holen die einen Tag, zwei Tage vor Transferschluss irgendwie noch jemand anderen oder auch schon denkst, okay, dann brauchen die den Moani vielleicht gar nicht mehr und du denkst da eigentlich, okay, ihr habt's bei Fußball 2000 gesagt, okay, Käse gegessen, da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren und dann rechnet ehrlich gesagt fast keiner mehr damit. Ich glaube, die Eintracht hat auch nicht damit gerechnet, dass dann wirklich noch die 95 Millionen auf den Tisch kommen und dann muss man halt auch ganz, ganz wichtig eigentlich dazu sagen, wir haben hier ein anderes Verhalten gehabt, Basti, du hast es eben angedeutet, es ist ein anderes Verhalten gehabt als auch bei einem Kostic, der vielleicht auch motzig war, der auch mal gestreikt hat, der aber in kein wichtiges Spiel dafür in Mitleidenschaft gezogen hat. Levski Sofia war für die Eintracht ein wichtiges Spiel, das hat Moani nicht mitgemacht, ist schon nach Paris abgedüst. Das sind alles Nummern, die ich im Fußball, die mich anwidern. Also muss ich sagen, ich finde sie widerwärtig, aber das ist noch weniger sogar von ihm, weil ich ehrlich sagen muss, ich gehe fest davon aus, dass weder seine Social Accounts von ihm selbst betreut werden. Ich glaube, der ist sehr, sehr krass unter der Fuchtel dieses, schwierigen, um es mal freundlich zu formulieren, schwierigen Beraters. Ich glaube, da ist er mit Geld auch ganz schön, ganz ehrlich, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was ist das? Das sind alles Kids, die kommen nicht aus dem Luxushaus. Die wissen, okay, scheiße, ich muss Geld verdienen für die Family, ich muss Geld verdienen, damit der Laden läuft. Die sind alle auf mich angewiesen. Und wenn dann mit den Geldscheinen gewedelt wird, dann machen die genau das, was der Berater ihnen sagt. Natürlich, die sind auch, es gibt keine Reflexionsebene, ja. Und natürlich sind dann auch Fans, die Eintracht-Fans zu Recht sauer. Aber ich will nur sagen, das ist ein beschissenes Business. Und auf dem Rücken von Kolo Muani wurde so ein Business gemacht. Er selber agiert maximal unglücklich und ich will auch ihm diese Teilschuld nicht irgendwie entnehmen, weil die hat er auch. Er ist trotzdem ein mündiger Mensch und könnte sagen, okay, ich habe da aber ein geiles Jahr mit der Eintracht gehabt. Die Fans haben mich nach nur fucking einem Jahr aufgenommen. Das müssen wir irgendwie anders regeln. Aber wir wissen auch, wie Fußballer mittlerweile erzogen werden. Die werden nicht mehr zu selbstdenkenden Menschen erzogen, sondern das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass da auch Leute auf dem Platz sind, die vielleicht Fußball spielen können, aber sonst nicht mehr viel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Moani ein bisschen anders ist. Er hat dem Druck nicht standgehalten, deswegen moralisch verwerflich. Aber es kam viel dazu auch für Krösche. Ein Arschlochberater in der PSG, den Geld scheißegal ist und die dich eigentlich nur an der Nase herumführen wollten. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Tiefere. Und da ist eine sehr schwierige Mengelage, die für die Eintracht nicht super zu Ende gegangen ist. Aber wir haben jetzt ein paar Seiten beleuchtet. Aber ich wollte das einfach nur noch mit reinbringen, weil ne, da ist eine Mischsituation, die für alle echt heftig war. Und am Ende können die Pariser irgendwie natürlich mit der Nase, einem eine lange Nase machen. Aber es ist, ich finde, das macht für mich Fußball auch ein bisschen kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, definitiv. Sehr gut, Marvin. Nee, auf jeden Fall. Das gehört auch viel dazu. Die Frage ist ja so ein bisschen, Basti hat es vorhin mal so anklingen lassen. Hättest du nicht ohne diesen Kolo-Deal eigentlich dich um einen zweiten neuen Stürmer noch bemühen müssen, weil du ja auch mit Lindström kolportierten 30 bis 35 Millionen erzielen konntest. Du hattest anscheinend ja vorher auch schon gute Gespräche, dass Boré sozusagen wechseln wird, wie auch immer das dann ausgestaltet war. Also ist es vielleicht ein bisschen fahrlässig gewesen, so hätte man nicht sagen müssen, Cut, was mit Kolo ist, wir gucken mal, was wir so in der Kasse haben, oder meinte, wer hätte dafür wirklich nicht einen adäquaten Stürmer, der uns weitergebracht hätte, verpflichten können? Denn es ist ja trotzdem Qualität verloren gegangen, ne? Auch gerade, wir haben über Tempo gesprochen. Lindström zwar konnte es dann über lange Zeiten dann oder über weite Strecken nicht mehr so zeigen, wie wir das von ihm gewohnt waren, aber ja, hätte ich mir schon gewünscht, dass wir vielleicht dieses Geld auch dann reinvestieren für Tempo und vielleicht eben auch auf der Mittelstürmerposition. Wie seht ihr das denn? Hätte man da klarere, Gruppierungen machen müssen? Einmal die Kolo Muani-Geschichte und einmal, wir brauchen aber so oder so noch einen Mittelstürmer, egal ob Kolo bleibt oder nicht. Ich beantworte das klar mit ja. Also ich bin da klar bei ja. So, bevor ich dann irgendwie noch den 100. zentralen Mittelfeldspieler hole, hätte ich mir gewünscht, dass man halt einfach sagt, behalt Matanovic, selbst das hätte mir gereicht. Dass du sagst, okay, dann hast du wenigstens einen langen Stürmer mal. Dass du diesen Typ Mittelstürmer gar nicht im Kader hast.
Das verstehe ich nicht, weil bei Ngang kam, ich lasse mich immer mehr darauf ein, ihn auch als reinen Mittelstürmer zu sehen, weil er ja, meiner Meinung nach im Strafraum auch abschlussschnell ist, also der hadert nicht, sondern er bolzt direkt drauf. Ja. Aber trotzdem sehe ich in ihm jetzt niemanden, der dir auch irgendwie so 3-4 Kopfballtore in der Saison macht. Dafür ist er dann vielleicht doch ein bisschen zu fluide im Spiel. Und ich hätte mir das halt gewünscht. Vielleicht ist es auch, weil ich jetzt schon 40 bin. Vielleicht bin ich auch zu oldschool. Vielleicht bin ich mit den Olaf Boddens und den Martin Maxes dieser Welt aufgewachsen. Ja, aber ganz ehrlich. Vielleicht gerade ich durch Kevin Behrens in so ein Retro-Dings rein. Aber es wäre trotzdem eine weitere Variante, wo du halt einfach in der 80. Minute mal aus dem Halbfeld eine Balle in die Mitte klopfst und dann köpft einer einen rein. Genau, das ist ja nicht so verboten. Also ich lasse da auch ehrlich gesagt nicht mit mir reden, ich sehe das ja genauso. Wie gesagt, für mich ist ein Gangkamp ein geiler Mittelstürmer, ich habe da volles Vertrauen, ich habe da richtig Bock drauf und auch Marmoush mag ich, finde super, das ist gute Verpflichtung. Trotzdem, ne, haben wir jetzt alles ausgekaut, ne, da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Fakt ist aber, dass wir genau so einen Typ brauchen. Die Bayern haben es international in den letzten Jahren nicht geschissen bekommen, nach Robert Lewandowski, eben auch, weil das genau auch ein großes Problem war. Ne? Und das natürlich heißt ein Thomas Müller, der schon wieder für die Scheiße also für diese Nationalmannschaft nominiert wurde. Also es ist wirklich, wir jetzt nicht mit der Nationalmannschaft an, da fand ich niemals auf. Aber auch, ne, wie gesagt, auch auf diesem Niveau, du brauchst so jemanden. Und das ist, fehlt dir, das geht dir jetzt ab. Davon ab, wie gesagt, richtig gut Leute verpflichtet, auch gute Verkäufe getätigt. Ne? Du hast über Lindström gesprochen. Ich denke, da haben wir insgesamt einen guten Deal gemacht. Insgesamt auch wenn bei vielen anderen Abgängen, wenn ich mir überlege, dass wir ja auch in dieser Saison beispielsweise auch, also Lindström hat 30 gebracht, das fand ich gut. Ramay, ich glaube, das ist auch ein gutes Geld. Ich glaube tatsächlich, dass jemand wie Ragnar Ache in der zweiten Liga ein unfassbar geiler Stürmer ist. Ja. Am Ende könnte man sogar überlegen, dass die 1 Million fast zu günstig war. Wenn der weiter so scored, wie er gerade bei Kaiserslautern unterwegs ist, Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich richtig, weil es ein sausympathischer Typ ist. Ich glaube, der hat schon 4 Tore geschossen. Da geht schon einiges. Aber wir haben auch für Christopher Lenz noch 1 Million bekommen. Also es ist nicht alles schlecht, ja. Aber wie gesagt, es bleibt dieser Beigeschmack, aber den können wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht anders auflösen. Aber das muss natürlich, das müssen die einzelnen Spieler zeigen. Und für mich ist jetzt auch so, ich brauche jetzt dieses Spielsystem. Ich will jetzt sehen, ne, ich habe das Gefühl gehabt, als hätte Topmöller in einigen Spielen so ein bisschen vielleicht hat er sich ein bisschen was dabei gedacht, aber irgendwie hat er noch den Glasner-Ball weitergespielt. Und das wäre mir jetzt relativ lieb, wenn er jetzt sich selber mal in einer anderen Art und Weise finden würde und auch ein bisschen mehr Vertrauen auch in seine Spieler und seine neuen Spieler hat und mir das auch mal zeigt. Also, ja. Und trotzdem, ich glaube, ehrlich gesagt, was mit Philipp Max ist. Wenn wir das jetzt ausführlich abgeschlossen haben, was nicht optimal gelaufen ist, was man, glaube ich, auch so festhalten kann, dann kann man trotzdem, wenn man das aus dem System halt anfangen, positive Ansätze zu finden, die gut werden könnten, wenn man der Eintracht unterstellt, dass man einfach mit dem Material, was jetzt da ist, so und so arbeitet und das dann halt nicht im Winter schon wieder korrigiert, sondern einfach sagt, okay, dann ziehen wir durch. Jetzt möchte ich an der Stelle nochmal fragen, wo kommt denn diese Thematik mit diesem Winter her? Wann hat Krösche denn gesagt, er möchte im Winter verpflichten? Tatsächlich ist es so etwas, was viele Leute einfach mit sich tragen und auch mitdenken, weil klar kommuniziert wurde, dass das nicht optimal gelaufen ist. Und aus dem Schluss nicht optimal gelaufen ist, ist ja keiner Silbe jetzt das Wort gefallen. Das ist jetzt unser Kader, da brutalisieren wir jetzt durch. Allein mit der Sache, dass im Umfeld jetzt über andere Stürmer schon nachgedacht wurde, war das halt wahrscheinlich der nächste Weg. Nee, außerdem hat Topmöller in einem Interview gesagt, dass man über einen arbeitslosen Stürmer nachdenkt, weil er gerne die Option hätte, und mit 2 Stürmern zu spielen. Okay, dann war das Topmöller. Okay. Ja, aber es zeigt doch trotzdem, dass man dann das plant. Das muss man vielleicht auch machen, aber dann musst du trotzdem auch irgendwie eine Kommunikation finden. Du kannst es im Winter dann immer noch machen, aber kommunizier es nicht. Weil dann im Endeffekt musst du in Gang haben, jetzt quasi das Vertrauen geben, zu sagen, du bist unser Stürmer Nummer 1. Genau. Weil für mich ist er das. Unabhängig davon, dass Marmoush die ganze Zeit startet, ist für mich in Gang haben unser Mittelstürmer. Ja, aber dann ist es wieder so ein Kommunikationsthema, weil wenn ich mir die Interviews von Krösche angucke, dann steht da, wir vertrauen auf unsere Transferstrategie, wir können jetzt in Ruhe analysieren. Da steht mit keinem Wort von wegen, wir werden im Winter hier für Abhilfe schaffen. Ja,
Gut, aber im würdest Endeffekt, du aber ja taktisch auch nicht machen, damit du treibst ja, die Preise sind ja eh am, ja? Arsch. Sag mal, im Winter wissen wir alle, da ist normalerweise nichts oder nur Schweineteures auf dem Markt und dazu wissen die noch, okay, die haben doch für ein Moani 95 eingenommen, da wollen wir ja alle mal die zu überzeugen. Im Winter jemanden zu verpflichten, macht vorne bis hinten keinen Sinn. Du kriegst doch, wenn nichts, du einen findest, schon, willst. Aber dann finde ich, dass du im Winter einen Ersatz für Alario dann finden musst. Zu sagen, okay, vielleicht holt man einen, ja, Erfahrenen, der dich auch mal auf die Bank setzt und sagt, ey, und dann kommt unser Schimmer 1, ich gehe dahinter. Und dann guckt man im Sommer, was da rausgekommen ist. Ja. So, ich habe keine Ahnung. Weil wenn du im Winter das jetzt wieder komplett korrigierst und einen Gang auf die Bank machst, dann störst du seine Entwicklung. Ja. So, das ist doch genau das. Ich habe einfach keinen Bock, dass wir Zeit verschenken. Und wenn die Situation jetzt so ist, dann gehe ich positiv an die Situation ran und sage, okay, man kann mit dieser Mannschaft schon trotzdem auch einen torgefährlichen Apparat basteln, ja, indem du einfach sagst, ein Gang kam vorne, Mamouche dahinter und den Rest bastelst du drumrum. Ja. Du hast jetzt mit Chaby auch jemanden, wo du sagst, okay, da hast du so einen Kamada-Style-Typ noch rein, so ein bisschen so ein Baller, ein kleiner Schnicker. Hugo Larsson hast du einen Strategen, du hast mit Skiri einen Erfahrenen, du hast mit Nkunku schon harte Kostic-Vibes, du hast mit Knauf jemanden, der zumindest gezeigt hat, wenn er in Form ist und sein Kopf frei ist, der auch diese Außenbahnposition offensiv interpretieren kann. Du hast eine stabile Abwehr, du hast mit Pacho jemanden, wo du denkst, wie geil ist der eigentlich? Robin Koch, hast du das Gefühl, der spielt hier schon ewig. Mit Tuta hast du so einen kleinen Wackelkandidaten, wo du hoffst, dass er einfach wieder reinkommt. Und dann hast du immer noch eine sehr interessante Bank, wo du Aronson bringen kannst und Hauge bringen kannst, wo du sagen kannst, du kannst irgendwie noch ein bisschen Quirligkeit ins Spiel bringen und so weiter und so fort. Und dann vielleicht dann irgendwann mit Oldschool Alario zu sagen, ey, wenn es in Gang kam, irgendwie gerade nicht schafft, dann holen wir halt den rein und der macht dir dann halt einen rein, wenn es nicht läuft. So. Die Frage ist halt, wie kommuniziert man das? Weil ich bräuchte das, glaube ich, zu denken, okay, das ist jetzt unsere junge Mannschaft und die unterstützen wir und diese Entwicklung startet jetzt. Weil ich glaube, es ist trotzdem dann ein Fehler wäre zu sagen, man unterbricht diese Entwicklung dann im Winter, weil ich dann plötzlich zwei Spieler hole, die dann auch wieder alles ändern. Bin ich voll bei, weiß es nicht. Es ist einfach, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, man kann jetzt gar nichts richtig machen. Weil wenn es nicht, ja, läuft, dann sind wir die Ersten, die im Winter meckern. Warum holt, ja, ihr niemanden? Ja, ist richtig. Ja. Und außerdem, ja, gibt es im Winter noch diese eine Situation, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Es wird im Winter mit Sicherheit unzufriedene Spieler geben, die zu lange auf der Bank sitzen, weil ihnen auffällt. Und den Gang haben, kannst du auch verletzen. Ja, erstens das, natürlich, klar. Ich glaube, dann müssen wir eh umswitchen. Das, ja, da, ja, wie gesagt, wenn ein Gangham sich verletzt, müssen wir auch über ablösefreie Stürmer sprechen, die vertragslos sind. Das, aber ich sag mal so, aber selbst wenn, ist es im Winter durchaus möglich, die Europameisterschaft steht vor der Tür. Ah, und da gibt es einige, ja, Spieler, die halt bei der Europameisterschaft dabei sein wollen. Und wenn die aber bei ihren Vereinen nicht spielen, könnte der Eintracht plötzlich auch zum Gewinner werden. Also da ist viel möglich und ich glaube, das muss man immer neu bewerten. Stand jetzt ist aber auf jeden Fall trotzdem gut und ich glaube, das können wir trotzdem festhalten, dass wir uns darauf einigen. Wir haben, die Eintracht hat in Teilen ein sehr gutes Transferfenster gehabt. Im Sturm war es unglücklich und nicht optimal. Ich glaube, das können wir genauso festhalten. Aber jetzt ist wichtig, mit dem Spielerportfolio, was Topmöller zur Verfügung steht, ein offensiv starkes Konzept zu finden, was uns ja vielleicht auch mal nicht so zufriedenstellt, was aber trotzdem, wo du ein System erkennbar ist und worum es mir eigentlich viel eher geht, ein Willen, eine Dynamik. Und die habe ich in den letzten Spielen schon festgestellt. Die Eintracht ist nach dem Rückstand gegen Köln habe ich trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass die Eintracht sich jetzt irgendwie zurückfallen lässt, sondern die waren weiter aggressiv, die wollten, die haben auf den Ausgleich gedrängt, auch danach noch. Also da war was da, da war Wille da und das sind schon mal die richtigen Schlüsselpunkte. Da muss es halt jetzt weitergehen. Und ich glaube, du hast Qualität dazu gewonnen. Ich glaube, du hast einen maximal motivierten Chaibi. Ich glaube, du hast einen maximal motivierten Omar Mamouche, der schon versucht, nachdem Ödland in Wolfsburg jetzt endlich mal irgendwie mit Fans zu interagieren. Ich glaube, das gefällt ihm ganz gut. Ein Gangkamp ist ein mega sympathischer Spieler, der dir auch im Verein, glaube ich, gut tun wird. Das sind einige gute Jungs und das haben ja tatsächlich auch schon Leute gesagt. Ich weiß nicht, ob es Trapp war, der jetzt, glaube ich, auch irgendwie gesagt hat, ja, jetzt haben wir nur noch Leute im Verein, die richtig Bock auf Erfolg mit diesem Club haben. Ja. Das ist ein deutliches Statement. Nimm das mit. Das ist deine beste Kommunikation. So ist das, ist das, was du machen kannst. Und leb einfach in der Gegenwart und plan die Zukunft dann nicht mehr im Winter. Weil was man halt auch machen kann, man kann sich jetzt in der Hinrunde entwickeln, mit einem neuen Trainer, mit trotzdem alle noch jung. Der Manager ist jung, der Trainer ist jung, die Mannschaft ist jung. Da muss man Geduld haben. Was ich glaube, was jetzt wichtig ist und was, glaube ich, auch diese ganzen Muani-Depressionen und Nichtstürmer und fehlende Durchschlagskraft-Depressionen einfach wegwischen wird, ist, wenn du weißt, okay, das ist Eintracht Frankfurt, so wollen wir spielen. Auf der und der Position spielt jetzt vielleicht ein Spieler, wo man gucken muss, ob er es schafft. Und wenn er es nicht schafft, holen wir einen anderen genau für diese Position. Und nicht im Winter hole ich dann
Spielertyp XY und stell wieder das komplette System um und dann ändert sich wieder alles durch einen Spieler. Ja, ja, ja. Genau. Sondern einfach zu sagen, ey, wir spielen mit Ngankam und Mamouche im Sturm. Wir spielen mit zwei Stürmern. Mhm. Den Rest basteln wir drumrum. Wir sind natürlich variabel, manchmal spielen wir auch nur mit einem Stürmer, aber die Grundausrichtung, man weiß dann, wie Eintracht Frankfurt spielt. Und wenn die Durchschlagskraft vorne nicht reicht, dann weiß ich, ich habe Cash in the Tash und hole im Winter dann halt einen, der vielleicht diese Durchschlagskraft auf derselben Position dir mehr bringt. Aber nicht dieses, ja, wir verpflichten jetzt den, ah, der ist ja defensiv, ah, dann dann ändert sich hier was, nein. Und dann bleib auch dabei mal. Weil Philipp Max in allen Ehren, ich frag mich jetzt mittlerweile, warum man den fest verpflichtet hat, auch wenn er günstig war. Wenn einem jetzt einfällt, ja, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Und wenn der da wirklich gegen Köln auch wie betrunken dann da diesen Elfmeter verursacht, weiß nicht. Also was ist, ich verstehe es nicht ganz, weil eigentlich brauchst du den ja dann doch als Nkunku-Ersatz. Auch wenn er Außenverteidiger ist. Also ich glaube, was wichtig ist, dass man weiß, okay, die Eintracht weiß, was sie vorhat und lässt sich dann nicht irgendwie dann umstimmen, weil jetzt mal Spieler XY seine Position anders interpretiert. Hab ein, zwei, drei Systeme, die du spielen kannst und verpflichte die Spieler dann danach und mach das mit Plan. Und wenn im Winter der Spieler, den du genau brauchst, frei ist, weil Marvin recht hat, wenn durch die EM Spieler frei werden, die du vielleicht sonst nicht bekommen würdest, die aber spielen wollen, weil EM ist, dann hol die auch im Winter. Musst du wahrscheinlich dann auch sogar machen, wenn du in der Hinrunde jetzt irgendwelche Learnings hast. Ich glaube, was wichtig ist, dass dann im Winter oder spätestens nächsten Sommer endlich mal diese Learnings abgeschlossen sind. Zu denken, wir müssen stabil in der Innenverteidigung aufgestellt sein, wir brauchen Speed auf den Außen und wir brauchen Durchschlagskraft im Sturm. Weil gefühlt Stand heute ist das noch nicht behoben. Was nicht heißt, dass es passieren kann. Wie gesagt, die Spieler sind da. Du kannst dir vorne vielleicht kreativ was ausdenken, dass du da mehr Tore irgendwie kreieren kannst, auch wenn selbst Topmöller da ein bisschen konsterniert momentan noch wirkt. Aber auch die müssen damit jetzt arbeiten und sagen, ey, ich lass mich nicht beirren, ich versuch's jetzt trotzdem, wie ich es vorhatte und weiß dann, warum es nicht funktioniert und kann dann vielleicht im Winter oder spätestens nächsten Sommer nachlegen. Aber ich glaube, dass man als Eintracht-Fan auch endlich mal das Gefühl hat, so ist es jetzt. Auch wenn das vielleicht illusorisch ist. Aber mal irgendwie nicht zu wissen, ja gut, nächsten Sommer ändert sich schon wieder alles. Und im Winter wieder alles und so einfach zu denken, ey, ihr habt jetzt mal gelernt, dass ihr keine Außenverteidiger mehr holt, weil Eintracht Frankfurt steht für Fünferkette mit zwei offensiven Außen. Von mir aus, das ist so, das akzeptiere ich. Aber ich will nicht nächsten Sommer dann schon wieder eine Diskussion haben. Wer spielt jetzt eigentlich auf rechts? Und Buta ist ein bisschen zu defensiv und Knauf hat es nicht geschafft. Was machen wir jetzt? Ja, dann holen wir einen Rechtsverteidiger, der dann wieder ein Jahr rumprobiert, ob es funktioniert oder nicht. Probier einfach wieder aufs Level Kostic-Knauf zu kommen auf den Außen. Dann bin ich schon wesentlich zufriedener als jetzt. Auf jeden Fall. Darum ist, und da haben wir ja die Spieler. Das ist ja genau das Ding. Ne? Also ich bin da total zufrieden. Wir haben diese Spieler. Knauf muss endlich mal wieder. Der braucht jetzt Feuereifer. Da muss jetzt was passieren. Irgendwie, keine Ahnung, auch mal reinkommen. Chaibi, ich habe da Bock drauf. Das sind alles Leute, da geht was. Ich glaube auch, dass ein Aaronson uns, wenn der irgendwie mal seine Position festgefunden hat, auch irgendwo. Wir haben so gute Leute. Wir auch Bimbe, auch Larsson. Ich habe richtig Bock auf Larsson. Das Geile ist, wir haben die Spiele, die Kommunikation muss natürlich stimmen, aber wir haben die Spiele, die uns Bock machen. Wir haben auch die Spiele. Ich glaube, das war auch so ein krasser Setback. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das angeschaut habt, ich habe mir viele Bilder, ihr wart im Stadion, ich habe mir viele Bilder aus dem Stadion angeguckt. Da waren viele Leute echt enttäuscht, was diese Kolomoani-Sache angeht. Und ich glaube, diese Enttäuschung musste jetzt mal wieder in was Positives verwandeln. Mhm. Es muss jetzt auch wieder, wir sind Eintracht Frankfurt, ja, wir geben einen Fick auf PSG. Wir wollen auch gar nicht jetzt Champions League spielen. Ist egal, das ist jetzt erstmal unser Wettbewerb, ist die Conference League. Wir haben Bock da drauf und wir zeigen es, dass das auch mega geil sein kann mit den Leuten, die gerade da sind. So, fuck auf Endlevel, Heiko Merz mit PSG und Moani. Wir haben auch geile Spieler, die verdienen übrigens auch genug Geld, ist jetzt auch nicht, machen das jetzt auch nicht für eine warme Tütensuppe, ja, sondern das funktioniert, aber auf einem Niveau, was richtig geil Eintracht Frankfurt sein kann. Und dann hast du mittlerweile einfach die Spieler, die geil Eintracht Frankfurt sein können. Und dann wird das gut. Aber das muss jetzt hin. Diese Verkaufe brauche ich jetzt. Und dann haben wir auch alle Bock, wenn ein Kunku jetzt plötzlich wirklich zum neuen Kostic 2 wird. Ist doch geil, ja. Dann haben wir Bock, wenn Leute wie Ngankam so unfassbar geil jubeln, weil sie ein Tor geschossen haben, Mamouche sich dann identifiziert. Da habe ich Bock drauf. Diese positiven Geschichten müssen. Das ist genau das. Und die muss jetzt einfach auch erzählt werden. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch erlaubt ist, diese Wut über die Situation mit Moani rauszulassen. Ja, und dass man dann auch das nicht alles zu negativ sieht, sondern dass das jetzt einfach mal
benannt ist, dass es nicht ideal ist, aber dann sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist und dann positive Ansätze findet. Und ich finde, da sind ja welche, du hast ja schon angesprochen, dass du das Gefühl hast, wenn Marmoush da in Mainz dieses Tor schießt, rennt er, reißt sich das Trikot vom Leib und steht da und hat endlich mal Auswärtsfans vor sich stehen, wenn er jubelt. Du hast mit in Gang kam jemand, der mit Sicherheit bei der Hertha ein sehr unruhiges Umfeld hat, der sich vielleicht jetzt freut, dass jetzt nach dieser Moani-Geschichte vielleicht endlich auch in Frankfurt angekommen sein zu denken, geile Stadt, geile Fans, ich habe Bock, mich zu entwickeln. Es ist eine Position in der Nationalmannschaft frei für ihn, wenn er wirklich in den Bereich kommt, dass er zweistellig in der Bundesliga treffen kann, dass du dann weißt, die Spieler haben Bock darauf, dass du mit dem Kunku jemanden hast, der eine Karriere starten will, dass du mit Knauf jemanden hast, der trotzdem auch irgendwie trotzdem humble ist immer noch und sympathisch ist, und wenn du ihn wieder in Form bekommst, ihm das auch gönnen würdest, mit Skiri einen absolut geilen Spieler hast, mit Hugo Larsson jemanden hast, wo du das Gefühl hast, okay, der ist wahrscheinlich der Nächste, wo wir dann an Deadline-Day abwarten, wohin er wechselt. Mhm. Dann hast du mit Mario Götze jemanden, der sich committed hat zu sagen, ich bleib hier bei der Eintracht, ich versuche diesen jungen Haufen hier anzuleiten und komme vielleicht irgendwann auch endlich in eine zentrale Position, wo ich mehr Feld vor mir habe, wo ich dann vielleicht anders ins Spiel eingreifen kann. Das mit Pacho jemanden, wo ich denke, das könnte auch ein echt guter Innenverteidiger werden, mit Robin Koch jemand, der eine Führungsrolle geraten kann. Tuta ist ein soliden Spieler, du hast mit Trapp den besten Torwart der Liga, also es ist unglaublich viel Potenzial da. Auf der Bank hast du auch noch Leute, wo du sagst, okay, sind geile Spieler, die geile Geschichten erzählen können. Du hast einen jungen Trainer, der hier eine Geschichte hat, und du hast jetzt dieses neue Stadion, was unglaublich laut gegen Köln war. Du hast die Conference League mit geilen Zielen, also es ist alles ganz geil. Wenn man den Moani-Card abgeschüttelt hat, dass das jetzt noch ein bisschen gedauert hat, ist, glaube ich, klar, dass es jetzt auch in dieser Sendung noch besprochen wird, ist auch klar, dass das jetzt vielleicht nächstes Wochenende auch noch nicht so ist, dass wir in Fußball-Euphorie geraten, wird weder durch die Länderspielpause noch durch diese ganze Situation, die wir beschrieben haben, sich ändern, aber ich glaube, es gibt schlimmere eigentliche Saisonstarts, als dann im besten Auswärtsblock der Liga in Bochum wirklich in die Saison zu starten. Mit allen Dingen, die da vielleicht noch offen sind, aber auch mit allen Dingen, die da sind, zu sagen, geil, ich habe Bock, in den Auswärtsblock zu stehen, diese Mannschaft zu unterstützen, diese junge Mannschaft zu unterstützen mit ihrem jungen Trainer, der hoffentlich auch Bock hat, einfach in Bochum zu gewinnen, vielleicht die ein oder andere Torschuss mehr zu kreieren, damit das Publikum noch involvierter ist, als es eh schon ist. Und dann ist doch für den Moment alles gut und dann kannst du halt gucken, wo es sich hinentwickelt. Dann musst du, Fußball ist leider so, dann auch auf aktuelle Gegebenheiten und Entwicklungen reagieren. Aber den Vibe jetzt zu finden, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, weil Marvin hat es angesprochen, es ist trotzdem viel Potenzial für Frust da. Und den darf man nicht entstehen lassen. Egal, wie man in die Situation geraten ist, man muss daraus lernen und muss einfach trotzdem irgendwie wissen, okay, wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, sind vielleicht andere Voraussetzungen und kommen jetzt vielleicht auch gar nicht mehr aus dieser, oh, wir sind Oberpokalsieger-Rolle und denken, oh, der Gegner stellt uns jetzt komplett zu, weil die Eintracht jetzt mit zu den Top-Teams gehört. Nee, dann ist jetzt halt wieder ein Neustart. Gucken, wo der hingeht. Und auch hier, immer wenn ich hier in dieser Runde bin, wird mir auch immer wieder klar, dass die Eintracht schon unglaublich schlechtere Voraussetzungen hatte, wenn wir uns irgendwie Jesus Vallejo per Laie vom Munde absparen mussten. Ja, ist richtig. Das stimmt, ist komplett richtig. Eine schöne Euphoriewelle, auf jeden Fall. Basti, schön zusammengefasst auch nochmal, wie wir unser Mindset machen müssen. Die Mannschaft mitziehen, die Fans mitziehen, alle in die richtige Richtung. Ändern können wir eh nichts mehr an der Stelle. Und es wäre jetzt völlig falsch, auch wieder alles in Frage zu stellen, was sehr viele Sachen, die auch gut sind. Basti, es war nochmal sehr, sehr schön, dass du da diese ganzen positiven Aspekte nochmal so schön nach oben geholt hast. Ja, ich bin jetzt tatsächlich wieder sehr viel positiver als zu Beginn oder vor der Sendung hier. Muss jetzt leider mich verabschieden an der Stelle und drücke euch jetzt erstmal die Daumen, dass diese Euphoriewelle auch bei den nächsten Themen weiterhin so euch weiterträgt. Ansonsten hat es mir wieder großen Spaß gemacht und wir hören uns, ihr Lieben. Okay? Mach's gut, Dennis. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Ja, wollen wir dann aus dieser Euphoriewelle heraus mal über die letzten Spiele sprechen? Bleibt deine Euphoriewelle dann oben, Basti, oder ist die dann wieder am Abflachen? Sollen wir das Thema dann lieber skippen? Was meinst du? Wenn wir jetzt über das Rückspiel gegen Sofia und Köln sprechen. Ach, Rückspiel gegen Sofia war doch dann am Ende okay, gegen unangenehmen Gegner dann noch diese zwei Tore gemacht, auf spektakuläre Weise mit guten Spielzügen, wo du zumindest die Idee erahnen konntest. Gegen Köln war ich nicht so begeistert wie alle anderen. Lass mich aber darauf ein, dass die zweite Halbzeit, zumindest was die Dominanz betrifft, gut war. Und die halt vorne die Durchschlagskraft
gefehlt hat, weil eventuell vielleicht dann halt ja so ein bisschen die Durchschlagskraft vorne halt gefehlt hat, weil man so einen sicheren Ansatz gewählt hat mit Max und Buta auch. Ich habe meinen Frieden mit diesem Spiel gemacht. So, es sind, meiner Meinung nach hat die Eintracht 4 Punkte zu wenig, weil wir wirklich gegen die 3 formschwächsten Teams der Liga aktuell gespielt haben. Ich habe schon gesagt, Darmstadt und Mainz haben 19 Buden kassiert. Du hast nur 2 Tore gegen die gemacht. In Mainz mit Ach und Krach gewonnen, jetzt auch mit Glück gegen Köln, die wirklich auch unglaublich schlecht waren. Das muss ich hinnehmen und einfach genau auf das vertrauen, was ich gerade gesagt habe, dass das in Bochum irgendwie auch so eine Art Neustart ist, dass man endlich weiß, was jetzt los ist, dass man nicht die Angst haben muss, geht jetzt nächste Woche noch jemand und ja, sich arrangiert mit dem, was da ist, auch der Trainer und ich auch. Das Köln-Spiel hat trotzdem nicht dazu beigetragen, dass ich wirklich euphorisiert bin, weil eigentlich da die Sachen aufgetaucht sind, die wir im ersten Teil der Sendung besprochen haben, ehrlich gesagt. Also ich fand es jetzt auch bei weitem nicht so schlimm. Klar, es ist immer die Frage, aus welcher Richtung man irgendwie da drauf guckt. Wenn man natürlich jetzt so, das war ja das, glaube ich, was du vorhin auch angesprochen hattest, die ersten Interviews von Topmöller im Kopf hat mit von wegen, wir wollen attraktiven, ansehnlichen, dynamischen Offensivfußball spielen, dann ist natürlich ein System, wo du mit 3 Innenverteidigern, 2 Außenverteidigern und 2 defensiven Mittelfeldspielern rangehst, alles andere als jetzt irgendwie großartig offensiv. Aber ich muss sagen, dass die Ansätze, die ich gesehen habe und den Bock, Fußball zu spielen, gerade von den jungen Spielern, mich weit genug überzeugt oder entschädigt, dass ich darüber hinwegsehen kann, dass es jetzt dann vielleicht einfach nicht zu mehr Punkten gereicht hat, weil ich einfach sehe oder dran glauben möchte, das, was du gerade gesagt hast, dass da einfach eine Menge Potenzial drinsteckt und dass da noch was Großes draus werden kann und ich richtig Bock habe auf diese Saison mit diesen Spielern. Das tröstet mich so ein bisschen darüber hinweg. Klar, wenn du natürlich rein auf die Tabellensituation guckst, beziehungsweise auf das, was die Gegner, die wir dann in den ersten Spielen hatten, in anderen Spielen kassiert haben, dann ist die Bilanz schon ernüchternd, aber hey, auf der anderen Seite, ich glaube, da sind viele unter anderen Voraussetzungen gestartet. Da waren noch viele Spieler auch mit im Kader, die vielleicht gedanklich schon irgendwo woanders waren, wo noch eine gewisse Unsicherheit war. Und du hast halt trotzdem nicht verloren. Und wenn wir dann wieder drüber sprechen, wie es in der Vergangenheit bei der Eintracht war, da hätten wir so Spieler halt auch irgendwie dummdusselig verloren. Und das haben wir jetzt in dem Falle nicht. Also es ist für mich noch auf einem durchaus positiven Level. Klar, also ist ja auch alles gar kein Drama. Ich meine, es sind 5 Punkte. Wie gesagt, können trotzdem 4 zu wenig sein. Ist jetzt aber so, musst du jetzt mitarbeiten. Ja. Die Spieler hast du jetzt auch nicht verloren. Ne? Klar, jetzt im Vergleich zum ersten Spiel, die beiden da vorne, von 3 Leuten sind 2 halt jetzt auch weg, eingewechselt. Du musst dich jetzt finden, du musst jetzt die Zeit auch nutzen und dann auf jeden Fall gegen Bochum zeigen, dass du jetzt anders kannst, dass aber auch Dino Topmöller einen Plan beweist. Denn ehrlich gesagt will ich auch gerade sehen, es kommen dann auch bald diese Top-Gegner. Es kommt bald der SC Freiburg. Es kommt bald auch ein unangenehmer VfL Wolfsburg. Wir werden dann irgendwann wahrscheinlich ein relativ wiedererstarktes Hoffenheim sehen, Borussia Dortmund, Union Berlin. Und ehrlich gesagt müssen wir jetzt endlich mal in der Lage sein, so ein absolut gehyptes Berlin vielleicht auch mal in Bedrängnis zu bringen, anders. Und da wäre natürlich ein sehr, sehr guter Mittelstürmer genau der Richtige. Aber ich muss jetzt irgendwie ein bisschen was sehen. Und dann ist mir auch egal, dass wir jetzt nur 5 Punkte geholt haben. Wir können die ja im Nachhinein noch nachholen bei Mannschaften, bei denen wir nicht gedacht haben, dass wir punkten. Aber genau sowas will ich mal sehen. Und da ziehe ich zumindest die Motivation raus, die ich gegen Köln gesehen habe, auch gerade gegen Ende hin, dass die Jungs auf jeden Fall motiviert sind, dass wir viele Perspektiven haben, die positiv sind, aber oder sein könnten, aber die müssen jetzt halt umgesetzt werden. Wichtig ist, dass halt auch so Krampfspiele halt jetzt auch gewonnen wurden, dass du gegen Lewski gewonnen hast. Im Endeffekt ist es halt alles scheiße, dass der Transfermarkt nicht dann beendet ist, wenn halt die Spiele losgehen, sondern dass das da alles noch reingeht. Stell dir mal vor, das gegen Lewski wäre jetzt hätte nicht geklappt, da wäre hier eine ganz andere Stimmung gewesen. Ja, wer definitiv weiß, wie dann das Köln-Spiel dann gelaufen wäre. Gut, dass die Mannschaft sich als eigener rausgeholt hat, bitte? Ich glaube, gegen Bochum ist ein ähnliches Spiel. Gerade nach Tag 1, nach dieser ganzen Geschichte und nach diesen kann sein.
Enttäuschung und dieser Erkenntnis, dass man halt vielleicht nicht alle Positionen ideal besetzt hat, wenn du da jetzt verlierst. Und dann verselbstständigen sich die Diskussion halt auch. Ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel für den Vibe ist, weil dann hast du 4 Spiele, 8 Punkte, das hört sich ganz anders an. Und dann hast du endlich auch in Bochum gewonnen, wo du die letzten Spiele nicht so gut bestritten hast. Hast dann vielleicht auch die Entwicklung gezeigt, die man sehen will gegen tiefstehende Gegner. Und hast dann halt einfach auch ein bisschen Ruhe. Also du hast es gesagt, ich glaube nicht, dass hier jemand ausrastet, wenn die Eintracht halt gegen den Topclub verliert. Mein Gott. Aber ich glaube, das Bochum-Spiel ist unglaublich wichtig. Und ich würde das an Eintrachtsstelle auch nicht unterschätzen. Zu denken, ja, Entwicklung, ja, und gucken, ja, Winter, ja. Sondern nee, gewinn da. Und erarbeite dir einfach diese Ruhe, die diese Entwicklung halt auch erleichtern würde einfach und diese Stimmung auch kippen kann, damit genau dieser Spirit entstehen kann. Wenn du 2-0 in Bochum gewinnst und in Gangkamp schießt ein Tor, so, dann hast du doch diese Ruhe, dann hast du auch so Meckerer wie uns ein bisschen ruhig gestellt und zuversichtlicher gemacht. Wenn du aber in Bochum jetzt wieder, und das ist statistisch leider so, keine Schüsse aufs Tor bekommst, die Eintracht ist, was die Statistik Schüsse aufs Tor betrifft, letzter in der Bundesliga nach 3 Spielen gegen diese Vereine. Und das ist schon was, was man bedenken muss, dass du da halt einfach vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Mut zeigst und sagst, ey, wir wollen dieses Spiel einfach da gewinnen, machen das mit einem offensiveren Ansatz und erarbeiten uns dadurch die Ruhe. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich habe gar keinen Bock, in Bochum zu sein und wieder eine Eintracht ohne Torchancen zu sehen. Fertig, aus. Und wenn das nach Eckbällen ist, von mir aus. Aber das muss auf jeden Fall jetzt schon in der Kurzfristigkeit besser werden, weil am Ende, Dennis hat es glaube ich vorhin gesagt, so, yo, ja, dann gucken wir mal irgendwie im Winter, da ist die halbe Saison vorbei und die komplette Gruppenphase in der Europa, in der Conference League. Man darf da auch nicht zu Larryhaft rangehen und, ja, mal gucken, mal ist alles jung und, ja, mein Gott. Man muss da trotzdem eine Balance finden zwischen Tagesgeschäft und Zukunft und die Eintracht muss in Bochum gewinnen. Punkt aus, fertig, gerade nach den ganzen Sachen, die passiert sind und passieren werden. Auf jeden Fall. Ja, ist doch gut zusammengefasst und wie gesagt, zu Köln brauchen wir auch jetzt nicht sonst nicht mehr viel sprechen, ne? Klar kann man jetzt irgendwie über den Elfmeter da sprechen. Klar kannst du darüber sprechen, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass mit dem Schiedsrichter suboptimal gelaufen ist. Aber man muss jetzt auch abhaken. Also ich glaube, so relevant ist das Spiel gegen Köln auch nicht. Würde ich jetzt behaupten übrigens. Bochum meinst du? Weiß ich nicht, ob ihr, nee, gegen Köln. Ich meine jetzt das Rückspiel. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr großartig viel über das Spiel gegen Köln sprechen. Hm. Weiter darüber hinaus. Oder Basti, hast du da noch was, über das du sprechen willst? Nee. Okay. Dann letzte Frage. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Conference-Gruppenphase oder mit der Gruppe, die wir bekommen haben? Mit PAOK, Helsinki und Aberdeen? Ja, also ich finde das schon eine gute Gruppe. Ich hätte es mir ein bisschen anders erhofft, muss ich sagen. Irgendwie, weiß nicht, gibt viele Leute, die richtig Bock auf Helsinki haben. Irgendwie bin ich da jetzt nicht 100%ig abgeholt. Deswegen habe ich das auch noch nicht gebucht. Aber ich finde es schon eine coole Gruppe. Es ist für mich auf jeden Fall mit PAOK durchaus eine tricky Gruppe. Ja, sollte man nicht unterschätzen. Aber gerade mit Aberdeen ist ein richtig geiles Los. Habe ich richtig Bock, mal nach Schottland zu fahren. Wir haben es uns seit Jahren eigentlich hier in diesem Podcast gewünscht, dass wir irgendwie nach Schottland kommen. Ja. Eigentlich habe ich eher Celtic oder die Rangers dafür im Blick gehabt oder Heart of Midlothian zuletzt. Aber es ist was ganz anderes gekommen, wie so oft im Leben. Aberdeen, aber trotzdem auch spannend. Habe ich Bock drauf. Das ist schön im Dezember. Gebe ich mir das. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen viel trinken, um sich da schön warm zu machen. Aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten insgesamt eine machbare Gruppe, die auch wirklich dieses Conference League Feeling so ein bisschen mit sich trägt. Mein Gefühl. Ja. Basti? Perfekt zusammengefasst, was das betrifft. Ich bin in Helsinki auch nicht overwhelmed. Thessaloniki befürchte ich, dass durch die neuen Bestimmungen in verschiedensten Orten dieser Welt da wahrscheinlich nicht mehr Auswärtsfans erlaubt werden. Hm. Oder fällt irgendeinem Lokalpolitiker, da wollen wir nicht. Und dann, deswegen habe ich mich noch nicht getraut, da was zu buchen. Ich habe es jetzt nur Aberdeen gebucht, weil das genau das ist, warum man in die Conference League will. Ich erinnere mich an eine Folge Fußball 2000, schon ewig her, Marvin, als wir oben in der Kantine saßen, wo es noch drin war, dass die Eintracht die Conference League erreicht oder Euroleague oder. Hm. Ja. Und wir gesagt haben, genau wegen solcher Gegner wollen wir dahin. Da ist wahrscheinlich sogar dieser Name gefallen. Und es ist wahrscheinlich sportlich nicht das Attraktivste für Eintracht Frankfurt,
trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, in dieser Liga zu spielen, was diesen Koeffizienten betrifft, dass du da drin bleibst in den Fernsehgeldern, Dingsbums. Aber für Fans ist es doch geil, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob man sonst in Aberdeen landen würde. Und wir haben auch durch diverse Euroleague-Qualis Orte gesehen, die wir sonst nie gesehen hätten. Und ich hab recht Bock auf Aberdeen, ehrlich gesagt. Ich habe auch Bock, dass die hierher kommen, dass man vielleicht auch ein paar von denen kennenlernt. Mhm. Und das ist trotzdem eine Gruppe. Du kannst da auf jeden Fall weiterkommen, sag ich mal. Ja. Ja. Solltest du sogar auch. Ich bin mal, also ist mir auch, man könnte schon mal weiterkommen. Ich weiß, es ist alles nicht so easy und das wird auch eine Zeit irgendwie kosten und da muss man sich auch einspielen. Aber ich glaube, da kann man auch rangehen und ich glaube, es wird gut. Und ich glaube auch gerade das Europäische wird uns großartig gefallen. Da bin ich ganz sicher. Mhm. Man bist du doch wieder international unterwegs, ne? Schaust du mal. Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Ich finde es auch eine gute Mischung aus Gegnern, die durchaus einen gewissen Reiz haben, wo man sich durchaus über Chancen ausrechnen kann und man darf es trotzdem nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, rein vom Spielermaterial her sind wir da schon der absolute Favorit. Ich glaube, Nachteil ist für das reisefreudige Eintracht-Volk durchaus die Schwierigkeit, bei den kleineren Stadien da irgendwie an Karten ranzukommen. Ich glaube, Helsinki ist ja auch noch die Frage, in welchem Stadion die dann am Ende irgendwie spielen, ob es in diesem, hier sag ich schon, in diesem Olympiastadion war, wo ja, glaube ich, auch das Supercup-Spiel dann war. Oder in ihrem eigenen Stadion, weil ich glaube, ins eigene Stadion gehen ja noch irgendwie 11.000 oder irgendwas rein. Also normalerweise ist es das HJK Helsinki-Stadion ist, ich glaube, das ist halt nicht das Große. Ja, genau. Also es ist die Bolt Arena und die Bolt Arena fasst halt nicht ganz so viel. Die fasst, glaube ich, weiß ich 10 nicht. 10 oder 11.000, wenn du dann die 5% rechnest, sind das 500 Karten, die ja, du kriegst. Aber kann man ja, 10.000, aber ja genau, roundabout 11.000. Aber man kann ja vielleicht mal switchen, wenn man weiß, dass da ein ganz schöner Fußballmob am Start ist. Das müssen die zu gegebener Zeit feststellen. Ja, ja, das sage ich ja, das ist halt noch die Frage, aber wird auf jeden Fall interessante Auswärtsfahrten wieder werden. Ja, also ich meine auch der FC, wie gesagt, FC Aberdeen, ich glaube, das könnte schon ein geiler Ground sein. So. Ja, ja. Ja, also ich meine, das Stadion sieht sehr, sehr schön aus, ist jetzt auch jetzt nicht so groß, 22.000 Menschen können da rein, aber meine Güte, wenn du dir das Ding anguckst, da habe ich schon Bock drauf. Also herausragend, das sieht so cool aus. Oh, richtig schön englischer Fußball, keine Ahnung, ja, muss man aufpassen, muss auch aufpassen, wahrscheinlich nicht zu frechter unterwegs zu sein, sonst gibt es auch mal einen Haken oder so, aber ich glaube, das kann schon alles sehr gut sein. Mhm. Und wie gesagt, also Griechenland gebe ich mir dann auch eher nicht, mal gucken. Auch wenn es schade ist, weil es, glaube ich, so gerade zur Reisezeit bestimmt ganz angenehm wäre, aber ja. Naja, doch dann lieber in den kalten Norden. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ach ja, komm, das wird auch eine, das, ich bin jetzt gehypt, das wird eine schöne Saison. Ich habe richtig Bock, die Entwicklung der Spieler zu sehen. Ich glaube, das werden ein paar geile Abende auf internationaler Bühne und ich habe durchaus Vertrauen und glaube, dass da noch das ein oder andere Positive passieren kann. Es ist ja auch am Ende so, dass wir auf ganz hohem Niveau klagen. So. Am Ende fehlen in dieser Mannschaft vielleicht 2,5 Spieler. Das ist ja nicht so viel. Also du brauchst einen geilen Mittelstürmer, dann brauchst du halt, falls Knauf nicht funktioniert, einen Nkunku-Part auf rechts und vielleicht einen Ersatzinnenverteidiger, den du vielleicht mit Collins sogar schon hast. So, da ist doch alles okay. Hm. Und wer weiß, vielleicht ist Alario, oder? Vielleicht ist Alario derjenige und vielleicht kommt Knauf in Form. Wenn du Alario und Knauf in Form bekommst, dann sind das beides Spieler, die wirklich die Qualität haben für das, was wir hier fordern. Alario ist genau dieses Schlitzohr, was du brauchst, den du vielleicht dann mal 80 Minuten nicht siehst und plötzlich steht es 2-0, weil er 2 Tore gemacht hat. Hm. Und Glasner stand nicht so auf ihn, weil er, glaube ich, defensiv nicht, wie soll ich sagen, geschult genug war, beziehungsweise das vielleicht auch gewohnt war, da defensiv irgendwie so viel mitzuarbeiten, wie Glaser das von jedem Spieler haben wollte. Hm. Vielleicht ist es bei Topman anders, vielleicht bringt er sich in Form, vielleicht sieht er dieses, ich meine, ganz ehrlich, was haben wir im Fußball schon für Stories gesehen? Vielleicht ist Alario derjenige, der dann das, was ich will, erfüllt. Ich habe immer irgendwie Bock auf den gehabt, ich habe den selbst letzte Saison immer mal wieder gefordert, wo wir irgendwie keine Durchschlagskraft hatten. Hm. Ich erinnere mich. Weil er bei Leverkusen halt auch gezeigt hat, dass er zumindest vor dem Tor eiskalt sein kann. Ja.
Und wenn Knauf wieder in Form kommt, ist das auch eigentlich ein Neuzugang, machen wir uns nichts vor so. Und wenn sich in der Innenverteidigung keiner verletzt und nur Haseb ab und zu aushelfen muss, dann ist es auch okay. So, dann ist eigentlich das, was wir fordern, im Idealzustand, weil du mit Mamouche und Gangkang zwei Jungs dahinter hast, die auch richtig Bock haben, dann ist das okay. Aber wie gesagt, das muss halt passieren und es kann halt momentan noch auch in alle Richtungen driften. So. Ja. Jetzt warten wir mal diese Länderspielpause ab. Jetzt hat man, dann gewinnen wir im Bochum so, und dann ist auch Ruhe. Genau, jetzt hat man den finalen Kader, jetzt kann man da nochmal dran arbeiten. Einige sind jetzt mit ihren Nationalteams unterwegs, der eine oder andere ist vor Ort. Man kann jetzt wirklich mal auch so ein bisschen dran feilen an diesem System, was man dann von Topmöller vielleicht auch sehen will. Und dann gucken wir mal mit Bochum und dem, was danach kommt, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall. Das Einzige, was mich so ein bisschen so langfristig ärgert, und das, da muss irgendwie mal eine Lösung gefunden werden. Das ist ja das, was die Ultras letztens angesprochen haben, dass da offenbar die Feuerwehr Frankfurt oder die Institutionen dort nicht gerade sehr vorteilhaft unterwegs sind, um die Möglichkeit, den Ultras zu lassen, halt mehr als Spruchbänder, also wirklich mal wieder Choreos erstellen zu lassen. Und das ärgert mich schon, weil ich finde, wir haben das, es ist jetzt länger nichts mehr komplett Großes passiert und es gehört für mich schon zu einem europäischen, also was heißt, es gehört dazu, es klingt total so einer Motto, kannst du auch selber was mal machen, aber ich meine, man darf ja nicht und das ist ja das Problem, dass sie nicht dürfen und obwohl sie wollen und die würden auch, glaube ich, beim ersten europäischen Spiel in der Conference League jetzt auch mal irgendwie schon was abfeuern, also im virtuellen Sinn, also nicht im eigentlichen Sinne. Also das ist halt ein Problem und ich glaube, da muss eine Lösung gefunden werden. Und ich hoffe, dass der Verein da nochmal drauf drängt, eine Einigung zu finden, weil ich glaube, es ist auch USP der Frankfurter Eintracht, dass sowas möglich ist. Mhm. Und auch in Zeiten, in denen es vielleicht nicht herausragend läuft, wird immer wieder zu Sondersituationen genau sowas veranstaltet, zumindest die Möglichkeit gegeben und dass das vielleicht wieder möglich ist. Das würde der Conference League übrigens auch gut tun, ja, genauso diesen Spirit auch visuell zu haben und ich hoffe, dass man dazu eine Einigung findet, weil das ist echt so ein großes Pain, was ich sehe, was echt ärgerlich ist, weil eigentlich brauchen wir auch diesen Vibe und diese Besonderheiten, auch in diesem Wettbewerb. Aber was genau ist Kann man das, sagen, was das da Problem? Geändert hat? Wollte ich gerade fragen. Was genau ist das, was die Feuerwehr Stadt Frankfurt da bemängelt? Das ist, also soweit ich das durchdrungen habe, das ist ein relativ nebulöses Problem, was da irgendwie klar ist. Also es wird auf Situationen gepocht, die da nicht eingehalten werden, aber ich kann dir das nicht genau schildern, da müsste man nochmal nachgucken. Im Endeffekt ist es aber auf jeden Fall so, dass es keine Genehmigung, es gibt keine Genehmigung durch die, Feuerwehr Frankfurt. Ja. Deswegen gab es ja letztens auch von Auswärtsfans auch Feuerwehr Frankfurt, euer Konzept zündet nicht oder irgend sowas. Auch da schon Kritik und da tut man sich im Endeffekt sogar zusammen und sagt, es ist eigentlich egal, ob das die heimischen Fans oder die Auswärtsfans sind, aber dass keinerlei irgendwie, keinerlei Choreos möglich sind, weil die Sicherheitsbestimmungen offenbar so hoch sind oder beziehungsweise die Feuerwehr Frankfurt da immer wieder einen Riegel vorschiebt. Das sollte halt nicht sein. Hm. Tatsächlich. Ja, ja. Ja, ist ein wichtiger Punkt, gehört definitiv zur Fankultur mit dazu und wie du gerade eben schon gesagt hast, Marvin, vor allem an den Europaabenden wäre das ja nochmal so ein, so das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, für mich ist es halt einfach total wichtig, weil ich meine, guck mal, ganz ehrlich, mittlerweile haben wir wirklich irgendwie relativ viele, ich will mal sagen, Gelegenheitsfans im Stadion, so, ne, die mal da sind, weil irgendwie fällt was ab und dann wird immer schön Bildchen gemacht und so, ne, siehst du es bei 1000 Instagram-Seiten und dies, das. Alles gut und schön, ja, kann man ja natürlich auch kritisch sehen, alles gut und schön, aber im Endeffekt, wenn das dann nicht mehr möglich ist, und die Fans, die sich die ganze Zeit dafür einsetzen, eigentlich am liebsten auch ganz, oder was heißt am liebsten, aber halt auch wirklich Zeit dafür investieren und wenn denen Spaß da genommen wird, weil das sind keine wilden Pyromanen die ganze Zeit dabei, die wollen Leute, die wollen ein richtiges, schönes Bild
machen, wie es in den letzten Jahren auch immer mal wieder üblich war. Und im letzten Jahr gab es schon wirklich beschränkende Momente. Da muss man wirklich sagen, setzt euch da mal zusammen und findet da mal eine Lösung. Und da liegt der Spielball eindeutig bei der Feuerwehr Frankfurt vielleicht auch aus. Vereinssicht muss da, wie soll ich sagen, drauf gedrungen werden. Im Endeffekt ist es nämlich immer noch ein USP der Eintracht, die diese Möglichkeiten hat durch ihre Fans. Das haben nicht so viele Vereine. Ja, definitiv muss da ziemlich zeitnah dann auch was gemacht werden. Das kann man nicht einfach so lassen und dann ist auch zu akzeptieren, weil da vielleicht irgendein Verantwortlicher gewechselt ist, der da plötzlich vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise hat. Ne? Also komisch, tatsächlich komisch. Ja, wolltest du mal ansprechen, damit das im Gedächtnis... Ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ja, danke nochmal für die Ergänzung. Da sollte es auf jeden Fall eine Einigung geben. Wir werden das mal beobachten für die künftigen. Du nimmst es mal auf. Ich nehme das mal mit auf die Liste, genau. Ja, sehr gut. Genau. Alright. Habt ihr sonst noch Themen auf eurer Liste für heute? Nö, ich bin soweit themenlos. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen besprochen. Und ich würde eigentlich sagen, wir gehen jetzt mit Feuereifer erstmal in diese wunderbare Länderspielpause. Und gehen dann mit voller Zuversicht dann in das nächste Spiel gegen Bochum, schauen, was bis dahin passiert ist. Vielleicht hat sich die Mannschaft jetzt im Training mehr gefunden. Es gibt jetzt bald noch so ein bisschen ein Trainingsspielchen gegen WD Wiesbaden. Genau, da passiert ein bisschen was. Die Eintracht Frauen sind ab morgen, also sind morgen in der Champions League Quali unterwegs. Also da tut sich auch was für Leute, die keinen Bock auf Länderspiele haben, sondern lieber Fußball sehen wollen, also richtigen Fußball, also keine Ahnung, ich kann mir einfach nichts mit Flick geben, es ist furchtbar, aber gut. Ich kann dich so komplett verstehen, Marvin. Furchtbar, ist schlimm. Alle ablösen, egal. Ja, ist nochmal ein wichtiger Hinweis, morgen Playoff-Runde um den Einzug in die Frauen-Champions League, spielen die Eintracht-Frauen und dann das letzte und entscheidende Spiel wird dann hoffentlich am Samstag sein gegen Juventus, glaube ich. Wirst du halt sehen, ne? Die spielen ja auch in der, also die spielen auch gegeneinander, ne? Also könnte Juventus sein. Könnte Juventus, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist an der Stelle ein bisschen höher bei Juventus, glaube ich. Genau, ja. Ja, genau. Das war das, was ich sagen wollte. Genau, also wenn ihr da Alternativen zur Nationalmannschaften sehen wollt, dann wäre das quasi eure Alternative. Super. Dann Deckel drauf, würde ich sagen. Genau, dann machen wir einen Deckel drauf. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche. Cremt euch nicht mehr so sehr mit der Transferphase oder lasst noch einmal ordentlich den Ärger raus und dann volle Konzentration auf das, was da kommt. Und wir gucken mal, ob wir uns dann vor dem Bochum-Spiel nochmal melden, aber ansonsten auf jeden Fall nach dem Bochum-Spiel, was wir dann quasi als ersten richtigen neuen Saisonstart betrachten werden und dann mal gucken, in welcher Stimmung wir uns dann nach eben jenem Spiel befinden. Bis dahin, macht's gut!